Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tiny Football am Sonntagvormittag mit dem Eskalation 23 im Saisonmodus. Da gehen wir jetzt auch gleich wieder rein. In der letzten Folge können wir das eigentlich noch anschauen, was wir gespielt haben. Können wir mal anschauen. In der letzten Folge haben wir gegen Leipzig 5-4 gewonnen. Das war ein Megaspiel. Danach ist mir das Spiel abgekackt, weil ich einen Spieler kaufen wollte. Und zwar bei Buy-Sell bin ich reingegangen und habe dann Bros Teams gemacht und habe dann ein Team ausgewählt, was wahrscheinlich nachgepatcht wurde. Und das hätte ich lassen sollen. Ihr seht auch oben, mein Transferbudget ist im Moment bei 4,6 Millionen oder 4.644.000, ganz einfach. Wir brauchen einen Ersatztorwart. Dann sind wir dran. Aber das war ja glorreich, was wir da gemacht haben. Wir haben das 5-4 gegen Leipzig gewonnen, danach Spiel abgestürzt und danach ist Bayern zu uns gekommen und da haben wir die Bayern mit 5-0 weggefegt. Ich verstehe nicht, was da los war. Sogar in Unterzahl noch 2 Tore geschossen, also guckt euch das gerne an. Die Folge davor ging mega ab, ja. Und was kommt denn jetzt? Jetzt ist erstmal UEFA Champions League, die Knockout-Stage ist angesagt. Da spielt noch Bayern gegen Tiraspol und Leipzig gegen Leicester. Aus der deutschen Sicht her. Wir gucken uns das mal an, wie das ausgeht. Auf geht's. Oh, Viago have accepted your offer. By really Garcia, Goalkeeper for 1,9. Der hat einen Wert von 2,9. Wir haben 1,9. Ja klar, dann machen wir das. Wir brauchen nämlich unbedingt den Ersatztorwart. Ran mit dem. Er gehört jetzt zu uns. Riley Garcia oder Garze hat bei uns unterzeichnet. Das ist super. Und wir bezahlen natürlich an Vigo 1,9 Millionen. Next, auf geht's. Das ist super. Da gehen wir gleich mal ins Quad rein, weil der muss definitiv wieder als Ersatz gesetzt werden für einen Auswechselspieler. Wen hat man denn da reingetan noch? Wir hatten Miesling als Verteidiger, Fitness. Ja, dann haben wir noch den Beinbrecher. Wer ist denn jetzt besser von beiden? Der Miesling ist halt jünger, ne? Beinbrecher, profischer Mittelfeld, ein Stürmer. Ja, wen tun wir jetzt da raussetzen? Den 32-Jährigen, Beinbrecher oder den Miesling? Der Beinbrecher ist halt echt stärker, ne? Wir lassen den Miesling nochmal raus und tun dafür, wo ist er? Wo ist er, unser neuer? Relay, wie heißt denn der jetzt richtig? Mein Gott, die Namen in dem Spiel sind echt schwierig, außer die ich selber erstellt habe. Relay Gazé, würde ich jetzt sagen. Oder was auch immer. So, wir haben auf jeden Fall wieder einen Ersatztorwart, wenn mit unserem was passiert. Das ist nämlich echt kacke gewesen jetzt. Was ich schade finde in dem Spiel, du kannst hier nicht 5-mal wechseln, du kannst im Spiel nur 3-mal wechseln. Quasi altes Regelwerk noch. Vielleicht wird das ja noch angepasst, aber ihr seht ja gerade, gegen wen wir jetzt spielen. Wir spielen gegen Dortmund. Auch wieder zu Hause. Danach gegen Darmstadt, auch wieder zu Hause. Und danach gegen Gladbach, auch wieder zu Hause. Ich weiß nicht, ich habe bald das Gefühl, dass wir hier nur Heimspiele haben. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist ein bisschen komisch. Naja, vielleicht hat es da was zerworfen mit dem Update. Ja, so soll es sein. Bayern-Spiel gegen Frankfurt, auch auswärts. Stuttgart gegen Union Berlin. Ach, das haben wir aktuell gerade gehabt. Ich habe es ja gesehen. Stuttgart hat 3-0 gewonnen gegen Union. Ja, das ist schwierig. Stuttgart hat mega Lauf gerade. Ich gönn's den sogar, weil letztes Jahr sind die ja fast abgestiegen. Aber Union tut mir richtig leid. Also die sollen mal jetzt langsam wieder vorwärts kommen. Die sind wahrscheinlich total überfordert mit der Champions League-Phase, die die haben. Freiburg spielt gegen Leipzig. Oh. Die haben übrigens auch gewonnen heute. Freut mich auch. Mega. Ja, und der Rest, Leverkusen gegen Darmstadt. Ich wünsche mir ja, dass Darmstadt gewinnt. Die sind ja gut drauf gewesen. Die haben hier im Spiel die letzten Spiele gewonnen. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns mal schauen, was wir gegen Dortmund hier hinkriegen. Auf geht's. Ja, random Wetter, 5 Minuten und Wiederholung das mal an. Ja, das. Hoffentlich geht's nicht nach hinten los. In dem Sinne, drückt mir die Daumen gegen den BVB. Ja, Spielschaden. Eskalation 23 zu Hause gegen Dortmund. Eieieiei. Das ist aber schwierig zu entscheiden. Ich muss auf die grünen Hosen achten, das sind wir. Wir haben Anstoß. Oh, der erste Schuss ging schon aufs Tor. Foul, ganz klar. Nein. Oh, Tor, pass auf. Oh, der grüne neue Ball bleibt vor der Linie liegen und er fängt das Ding.
Ja, das ist 1-0, jawohl. Die Fernschüsse, Kakuka hat wieder getroffen, zu Hause. Das muss so laufen. Wir müssen wirklich einfach von hinten draufhauen. Das müsst ihr euch merken, wenn ihr das Spiel spielt. So habt ihr wirklich eine Chance gegen harte Gegner. Alle Chancen nutzen als Fernschuss. Mega, 1-0. Gut, so, jetzt halten das Ding. Nicht gleich wieder einen Gegentreffer fabrizieren. Erstmal ein bisschen hier auf Zeit spielen. Nein! Jetzt hat er mir den Ball abgenommen. Was kann ich auch? Nein! Oh. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Dortmunder sind halt echt ein bisschen ein anderes Kaliber als meine Jungs hier. Doppelpass, jawohl! Oh, und der Schuss kommt nicht. Warum nicht? Warum zieht er denn nicht gleich ab? Das ist aber keiner von uns. Nee, Mensch, lass dich doch nicht auf der Außenbahn so. Ja, genau. Ja, leg das Ding selber vor. Los, komm, Flanke. Oh, warum flankt der denn nicht? Das habe ich doch schon mal hingekriegt. Über die Außen ist halt echt schwierig. Durch die Mitte geht immer ganz gut. Nein, das ist mein Ball. Den kriegst du nicht. Jetzt habe ich ihn rausgelockt. Das war ganz gut. Oh, der Schuss kommt nicht. Warum? Wir brauchen die Fernschüsse. Das dürfen wir nicht so verschenken, solche Chancen. Ball nicht gegen Dortmund. Nein! Oh, Dortmund, danke. Oh, ne. Was war denn das? Mein eigener Mann angeschossen und den Schiedsrichter am Hinterkopf geköpft. Da geht's schon wieder los jetzt. Spielt wieder alles gegen uns hier. Nein. Oh, Torwart, gut. Gut gestört, den Gegner. Nein, 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 nein. Du kriegst den Ball nicht. Warum geht da keiner mit? Was ist denn da los? Jawohl, schön umspielt. Muss nach oben weglaufen. Nicht ins Außen. Ich bin ja der Held, der den Mist macht. Oh, nimm doch den Ball an. Was macht er denn? Der Pass war gut. Dieser Wandtouch Fußball. Fußball. Oh, da rennen sie. Ja, aber reg dich nicht auf. Was mache ich denn? Nicht nach hinten spielen hier. Elfmeter, ganz klar, habt ihr doch gesehen. Oh, jetzt ach du Scheiße. Jetzt dachte ich schon, ich krieg Freistoß. Oh, was für eine Bude. Und was war denn das für ein dummer Freistoß? Naschkatze auf die Entfernung in der 45. Minute. Ach du grüne Leute, vorher das böse Foul. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber ganz böse umgetreten. Und dann macht der so ein bisschen Freistoß auf mich direkt. Ich stand halt auch viel zu nah dran, da hat der Schiedsrichter gar nichts gesagt. Direkt vor der Pause ist 2-0 für den Eskalation. Wir sind weiter im Meisterschaftsrennen. Das ist gar nicht schlecht. So, weiter geht's. Wir schauen uns mal die Stärken an, ganz schnell. Nicht, dass die Leute hier ausgepowert sind bis zum geht nicht mehr. Rimo, Sestri und Lenil. Ja, 84, 85 ist alles noch gut. 91, alles ist über 80 ist, da wechseln wir noch nicht. Ja, unser Goalkeeper hat eine 91 noch. Er hat eine Stärke von 82. Ja, den haben wir halt gekauft, günstig. Da war er aber auch schon 39, glaube ich, oder 38. Nee. Wie alt war der? Oder war der schon 40? Ja, der wird wahrscheinlich bald aufhören und deswegen habe ich ja den hier geholt. Ja, der hat aber nur eine 60, das ist schon ein Unterschied. Das sind 20 Punkte mehr bei dem anderen. Eieiei. Vielleicht wechseln wir den dann nachher mal ein, wenn wir dass er Spielpraxis kriegt, wenn wir hier in dem Spiel mal gut führen. Gegen Dortmund würde ich das jetzt nicht riskieren. Oh, doch, vielleicht schon! Gib uns Estre mit seinem Doppelpack! Da ist er drin, das 3-0. Der Eskalation eskaliert. Jawohl. Ach, so muss das laufen. Ja, wunderbar. Die Fernschüsse. Ihr müsst echt auf die Fernschüsse gehen. Und ein bisschen anschneiden, die Dinger. Das heißt, seht ihr ja, wenn ich schieße. Das funktioniert echt gut. Schiedsrichter angeschossen. Torwart. Nein. Oh, Mann. Der macht mich schwach. Ich möchte da gerne mal an dem vorbeikommen, aber das geht nicht. Doch. Oh, und dann läuft er mich ab. Verdammt, da bist du. Die sind halt in der Abwehr doch stärker. Und dann kommt der Doppelpass. Ja, so können sie weitermachen. Das stört mich überhaupt nicht. Guter Pass vom Keeper Kalgay. Oh, Einwurf für uns. Ja, dann schreit er den Linienrichter an. Mach mal. Oh, böse Foul. Da bin ich kaputt. Bin ich zu treten haben. An Rimo und Sestre. Und was macht der? Was macht Rimo und Sestre? Der zieht direkt drauf und es geht Eckball.
Ich habe ja dein Handspiel gesehen. Habt ihr das nicht auch gesehen? Also ich war ganz klar bei Hand. Oh, so ein Tor aus der Ecke raus, Standard. Lil mit dem 4:0 direkt vor die Füße. Was ist denn hier los? Bei dem Eskalation 23 funktioniert heute alles gegen Dortmund. Ach, das Spiel gegen Bayern war ja schon der Hammer. Und jetzt geht's so weiter hier. 4:0 gegen Dortmund. Also das hätte ich nicht gedacht. Nein. Oh, der Torwart hält. Super. Also den können wir eigentlich fast nicht ersetzen. Was war denn das? Doppelpassversuch, viel zu weit nach vorne. Oh, angeschossen. Ja, unser Ball, jawohl. Kann er meckern, wie er will. Komm auf außen, warum läufst du nicht? Muss halt alleine gehen. Oh, da war keiner drin, von dem Sturm. Oh, ne, hey, das war, waren wir ja komplett durch, hey. Also Dortmund schwimmt gerade ganz böse. Wenn ich so weiter, mache ich aber auch. Oh, das ist, bin ich ja, das ist ja gar nicht meiner. Das ist ja Dortmund. Ach, scheiße, schnell weg das Ding. Eieieiei. Oh, jetzt werden sie garstig, merke ich schon. Der hängt mir voll im Genick. Oh, verdammter Mist. Ja, das, wenn der behindert von hinten, dann kannst du nicht mehr gut schießen. Oh, was war denn das? Ah, behindert, genauso, ich kann das auch. 75 Minuten, 4:0 für die Eskalation gegen Dortmund zu Hause. Boah, was macht er denn? One-Touch-Fußball, ja, aber nicht so. Ja, die Vorlage passt, die passt gut, die passt gut. Wir können schießen auf die Entfernung. Und dann ist er wieder drin, 5:0. Mensch, die Fernschüsse, echt ohne Mist. So könnten wir eigentlich auch gegen Leverkusen gewinnen, aber genauso haben wir 5:1 kassiert. Also wir sind da voll untergegangen. Ja, Dortmund weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Der BVB steht voll neben sich. Die werden wahrscheinlich nicht mehr angreifen um die Meisterschaft hier. Aber der Eskalation will es nochmal versuchen. Oh, Torwart, jawohl, sicher. Oh, böses Foul, ganz klar. Kann ich auch? Nein, kann ich nicht. Er hält. Oh, ich wollte flanken. Es ging aber nicht. Jawohl. Mach die. Setz die. Ja, Eskalation. 5:0. Was ist hier los? 5:0. Schickt der Eskalation den BVB wieder nach Hause. Jawohl. Ja, geht doch, Leute. Ach du Scheiße. Und wer hat die Buden gemacht? Naschkatze 45. Ribun Sestre 46. Lenil 56. Und davor war es auch Ribun Sestre, oder? Den Dreierpack gemacht? Ich weiß gar nicht. Nee, hat er nicht. So, Alter, Kopfball. Ich habe einen Kopfball. Das war ein Kopfballtor. Erziele ein Kopfballtor, ich freigeschaltet. Wie gut. Eine Errungenschaft. Schön, freut mich. Gegen Dortmund das erste Kopfballtor in meinem ganzen Spiel. Hier in der ganzen Saison bis jetzt. Okay, Union Berlin verliert gegen Stuttgart 0:3. Eieiei. Freiburg gewinnt gegen Leipzig 5:0. Ich bin begeistert. Wolfsburg 5:0 gegen Köln. Und Frankfurt 2:4 gegen Bayern. Bremen 3:1 gegen Mainz. Und der Eskalation gegen Dortmund 5:0 haben wir ja gesehen. Spannendes Spiel war es nicht. Also das hätte ich auch nicht erwartet, dass das so klar ausgeht. Mönchengladbach gewinnt 4:2 gegen Hoffenheim und Leverkusen spielt gegen Darmstadt 2:2. Wie sieht denn das Ganze jetzt in der Tabelle aus? Ah, das nächste Spiel sehen wir nur. Das müsste jetzt gleich kommen. Wir gucken mal in so einem Squad, ist da irgendwas passiert? Haben sich Leute verbessert? Ribun Sestre hat eine 62, eine 61 der Lenil, der hat sich auch verbessert. Das ist ganz gut. Naschkatze hat jetzt eine 60. Ja, die werden wieder besser. Das ist sehr gut. Scheißner eine 58. Kagurka eine 60. Der Bukarak eine 57. Wie sieht's denn... Der Torwart, der wird, glaube ich, immer besser. Ich würde ja jetzt sagen, mal gucken, gegen wen wir das nächste Spiel haben. Vielleicht setzen wir mal den anderen Torwart von Anfang an, weil der ist halt jung. Der braucht aber Spielpraxis, um besser zu werden. Ansonsten wird das nichts. Ja, weiter geht's. Oder sollen wir nochmal nach dem Verteidiger gucken? Komm, wir schauen nochmal auf den Transfermarkt nach einem guten Verteidiger noch. Da hinten ist es nämlich bei mir auch ziemlich eng. Attacker, Attacker, Attacker. Aber halt nicht so einen alten. Auch nicht 70, das brauchen wir nicht in den Stärken. Da brauchen wir nicht. Wir müssen ein bisschen weiter runter. So 60er Stärke, 64er Stärke, ein Verteidiger. Defender, was? Ach, 3 Millionen haben wir nicht. 61, dann gehen wir halt mal auf den 62, komm. Und 62, 33 Jahre alt, ist aber ein Mittelfeldspieler. Da haben wir einen 28, kostet 3 Millionen. Wollt ihr mich veräppeln? Müssen wir halt auf 60 runden. 2 Millionen, Mittelfeldspieler, 31 Jahre alt.
Ein Defender? 3 Millionen. Oh, ey, Mann. Der ist 21 aus 3 Millionen. So viel haben wir halt nicht mehr, ich glaube. Nee, haben wir nicht. 2 Millionen hätten wir noch. Defender mit 30, das ist aber nix. Mittelfeldspieler 23, 61. Von Leicester. Verteidiger 25, 61. Der Daperde. Daperde. Sollen wir den die sollen wir die Tapete holen? Tapete? Taperde? Na, vielleicht machen wir auch eine 60er, wenn er jünger ist. 33, das ist alles zu alte Ticker. Defender 21, 59, 2 Millionen. Wie heißt denn der? Dulinge. Dulinge. 58 ist mir schon zu wenig. Der war aber erst 21, gell? Von Atalanta. Wo ist die Tapete? Wo ist die Tapete? Da. Der ist 25, hat eine 61. Der ist aber 4 Jahre älter. Hey, ich weiß nicht. Da holen wir vielleicht den Jüngeren. Der Dulinge. Der hat einen 59 und der andere hat eine 61 gehabt, gell? Oder? Eine 60. Ja, der hat schon eine 61. Ah! Ich weiß nicht. Sollen wir auf den Jüngeren gehen? Ich bin der 59, komm. 2 Millionen, die Lünge. Wir probieren's. Wir bieten den auch wieder. Wir bieten mal 1,8 nur. Mal gucken, was sie sagen. Safe. Kann ja passieren, das klappt. Wäre nicht schlecht. Zurück. Haben wir das auch gemacht. Mal wieder Transfermarkt abgegrast. Schauen jetzt mal auf die Tabelle. Wie sieht's denn aus? Oh, wir sind. Wieso ist Bayern vor uns? Die haben gewonnen. Aber Leverkusen hat Federn gelassen. Wir sind jetzt an Leverkusen auf 5 Punkte rangerutscht. Aber es sind nicht mehr viele Spieltage. Ach, verdammter Mist. Ja, schauen wir mal. Was wir hier noch reißen können. Weiter geht's. Das nächste Spiel. Was ist das nächste Spiel? Ah, Transfer News, Udine, Florenz, bla bla bla. Da ist jetzt nichts dabei von unseren Transferangeboten, was wir gemacht haben. Next. Das nächste Spiel ist gegen Darmstadt. Und die waren ja auch richtig gut. Die haben ja gegen Leverkusen 2-2 gespielt. Eieieiei. Was ist das nächste Spiel danach? Gladbach. Und jetzt kann ich hier nicht auf die Tabelle gucken. Also gegen Darmstadt lasse ich meine Aufstellung nochmal so, wie sie jetzt gerade war. Mit dem starken Torwart. Weil ich glaube, die sind ganz schön stark geworden. Auf geht's. Darmstadt 98. Bei uns zu Gast. Beim Eskalation. Gar nicht lange reden. Hoffentlich geht's so weiter. Spiel starten. Diesmal kann man es ein bisschen besser unterscheiden. Wir sind ja wieder schön orange-grün. Ja, ich glaube, in Eskalation 23 dann, wenn das soweit ist, dass wir hier in der dritten Liga anfangen können, da werde ich wahrscheinlich schwarz-orange machen oder so. Aber grün ist meine Glückszahl, meine Glücksfarbe und deswegen habe ich die als Hosen genommen. Beim Auswärtstrikot machen wir das dann wieder. So, wer stößt an? Ah, wir sind dabei. Das ist gut. Auf geht's. Immer schön durch die Mitte spielen. Die Darmstädter sind echt gut. Die sind viel schneller. Ja, da wird gemeckert im Mittelfeld, das kenne ich. Nur zu gut, Schiedsrichter aus dem Weg. Fernschuss! Und er ist da drin, jawohl. Auch Darmstadt kann uns nicht das Wasser reichen bei uns daheim. Wieder Kakurka aus dem Mittelfeld. Der müsste sich doch verbessern ohne Ende. Das ist aus dem Mittelfeld. Kein Stürmer macht bei uns Tore. Nur der Mittelfeldspieler Kakurka. Der geht voll ab. Der war wieder angeschnitten am letzten Ende. Deswegen hält er das auch nicht, der Torwart, glaube ich. Oh, da hat man stehen lassen. Oh, zwei Leute ausgetanzt und dann schießt er das Ding nicht rein. Der Torwart hält. Wie ein Wahnsinniger. Jetzt, was ist mit der Mitte? Oh! Ja, da schieße ich ihn ins Aus, da müssen sie einwerfen. Das ist mir lieber. Auf jeden Fall war ich noch am Ball. Da machen sie nämlich Mist bei Einwürfen oft. Oh, verdammt. Das war jetzt wieder richtig Mist von meiner Abwehr. So, wo wirfst du hin? Können wir machen. Das war gar nicht. Oh nein! Nicht schießen! Passen! Das Abwehrbollwerk steht noch nicht so sicher bei mir. Oh, der Pass ist nicht schlecht. Ja, da kann ich nicht. Ah, das sind zu viele. Das war klar, dass er da abgeleitet. Dass der Schiri hier immer im Weg ist. Das ist mega. Oh, danke. Wir sollten hier schnell erhöhen. Weil ich glaube, Darmstadt ist nicht so schlecht. Also ich glaube, die kommen jetzt langsam. Oh, nein. Böse. Doppelpass. Oh, da kommt nicht an.
Jetzt passt in der Abwehr nicht mehr hinten. Ja, ruhig spielen. Spielaufbau. Oh, da konnte er sich nicht durchtanken. Höschen! Höschen hat's auf der... Oh, der Held da! Wieder Höschen. Was macht Höschen? Was macht Höschen? Er überlegt, wo er hinspielen soll. So kann man's machen. Oh, das war nicht schlecht, wenn der angekommen wäre, der Pass. Oh! Kakurka, Kakurka, Kakurka kann gucken. Kakurka kann auch schießen. Ah, oh, und wird gelegt beim Abschluss. Ja, die Abwehr passt aber. Steht ganz stabil da hinten. Wieder Kakurka, aber da ist kein Durchkommen. Er wartet nur, der Darmstädter, bis ich da komme. Oh, und auf den Außen. Ich würde so gerne mal über die Außen kommen. Verschwinde, verschwinde, du Darmstädter. Oh, was war denn das? Oh, verdammt, da hätte man gehen können. 1:0 zur Halbzeit, also D98 macht sich nicht so schlecht. Da war Dortmund schwächer. Weiter geht's, zweite Halbzeit. Wir gucken mal, wie es mit der Spielauswahl ist. Wir haben das letzte Mal gar nicht gewechselt, ne? Gar nicht so gut. Naschkatze, 80-80, 84-84, 8. Ah, was ist mit Kakurka? Sollen wir mal Naschkatze in die Mitte setzen? Dass Kakurka ein bisschen Luft holen kann, machen wir mal. Den Garcia, ich weiß nicht. Also nee, das mache ich mit dem Spiel jetzt noch nicht. Pukarak, Höschen. Höschen, wie ist es bei dir? Du hast eine 86. Das ist Verteidiger. Was ist mit... Was soll man den Beinbrecher mal reinbringen? 32. Hm. Höschen, ich bin mir nicht sicher. Der Dünnbier. 91 Fitness noch. Es ist eigentlich noch gut. Ich muss mir angewöhnen, im Spiel nochmal reinzuschauen. Das ist nicht zu vergessen, aber jetzt weiter gegen D98. Diamantstoß. Meine Abwehr hat bis jetzt gut funktioniert dahin. Bis jetzt, sage ich, nicht umsonst. Ja, Mittelfeld steht. Naschkatze, da ist Naschkatze am Ball, das erste Mal im Mittelfeld. Legt sich den Ball wieder selber vor, wie auch immer, warum auch immer die das manchmal machen. Naschkatze mit was für einem 2:0! Wo hat er denn den ausgepackt? Genau in den Winkel. Ja, die Fernschüsse, ich sag's, ich kann's nur immer wiederholen, macht Fernschüsse in dem Spiel. Bäm, Junge. Ja, so kann man hier was werden. Aber wir müssen hoffen, dass Leverkusen federn lässt hier. Dass wir noch ein bisschen weiter hochkommen, wenn wir jetzt nicht noch gegen Darmstadt tatsächlich einen kassieren. Auf der Außenbahn, da gehen wir. Ja, ja, beißt du mich nur. Oh, das macht mir aber ganz schön Fitness weg. Hausball, Einwurf für uns, das ist gut. So, du gehst mal schön auf seine... Das ist natürlich kacke. Wo werfe ich denn jetzt hin? Ja, Mann! Da war wieder keiner reingestartet. So ein Mist. Das war jetzt mal eine Situation auf der Außen, was hätte klappen können. Oh, ist nicht angekommen. Verdammter Mist. Soll ein weiter Seitenwechsel werden. Ja, da probieren wir es mal auf die Entfernung. Och du Scheiße, was war denn das? Aber es bringt alles Zeit. 2:0 immer noch. Die Führung für den SKL. Nein! Und da ist das 2:1. Das war klar, dass das noch passieren kann. Ich sag doch, die sind nicht schlecht. Das erste Gegentor seit Langem. D98 ist wieder ran. Nimmt den Ball auch gleich mit. Lässt sich da gar nicht lumpen. Jetzt müssen wir reagieren. Jetzt gucken wir mal hier wegen der Spielauswahl. Vielleicht sind ja jetzt welche hier ziemlich fertig da vorne. 79, was ist da mit Lenil? Der 61er, der ist ziemlich kaputt. Da wechseln wir auf jeden Fall aus. Da bringen wir jetzt den Stürmer. Und ich würde sagen, wir bringen Eisenhammer und vielleicht bringen wir auch den für den Sestre, den Torfgruber noch. Die sind auf jeden Fall fitter. Was ist denn? Der Sestre hat noch einen. Na, den machen wir später. Naschkatze, du bist noch 92. Wie sieht es in der Abwehr aus da hinten? Ja, du hast eine 68er Spielerwertung, aber bis 9. Du bist eigentlich am fittesten noch. Knochenhauer, eine 88. Das geht eigentlich noch, da brauchen wir nicht wechseln. Zurück. Spiel fortsetzen. So Leute, jetzt aber. Eine Antwort bitte. Direkte Antwort. Oh, verdammt. Ah, das wäre nicht schlecht gewesen jetzt, aber zum Glück haben wir das 2:0 gemacht, ey. Wenn es dumm läuft, hier machen die tatsächlich noch den Ausgleich wie gegen Leverkusen. Das war ja... Oh, die Chance, die Riesenchance für den Eingewechselten. Das muss er machen. Mann, 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 das Ding vorbeizuhauen. Das kann böse nach hinten losgehen.
Gerade gegen die starken Darmstädter. Weiter Pass. Der war nicht schlecht. Der weiß nicht wohin. Ja, Einwurf. Das ist nicht verkehrt. Was? Wir haben Einwurf. Dachte ich. Oh, verdammt. So eine Gurke, hey. Der 68. Minute. Beruhigendes 3:1. Wäre nicht schlecht jetzt, Leute. Ja, das hätte man auch als Foul pfeifen können. Das sehe ich ähnlich. Oh, was hat er denn jetzt gemacht? Da hat er auf einmal angesetzt zum Sprint. Zum Durchsprinten. Oh, und da wird angeschossen. Oh, ein Foul. Ganz klar. So, jetzt mal gucken hier. Auswechseln nochmal. Spielauswahl. Wie sieht's aus? Nochmal schnell. Naschkatze. Du hast noch 87, 90. Der Abwehr hinten. 78. Da ist einer dabei. Das ist wer? Höschen. Bukarak. In der 57. Du gehst jetzt mal hier rein. Dünnbier hat noch eine 56, 57, das ist noch in Ordnung. Aber Höschen muss raus und dafür tun wir rein den Beinbrecher. Beinbrecher für Höschen und Beinbrecher hat einen 59. Bukarak eine 57, 57, 56. Dünnbier ist schon außen. Bukarak hat noch eine. Warte mal, Bukarak ist noch. Fitness 99 noch? Echt jetzt? Was ist mit dem los? Knochenhauer eine 86. Aber Beinbrecher so rein. Fertig. Knochenhauer auf außen. Da ist nicht so viel Betrieb. Weiter geht's. Darmstadt im Angriff. Oh, 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 müssen aufpassen. Ja, so können sie weiter schießen. Das stört uns gar nicht. Abstoß, komm. Weit nach vorne das Ding. Es setzt sich nicht durch. Ah, verdammt. Wir spielen erstmal nach hinten. Was ist denn mit meinem eigenen Mann? Wieso greift denn der mich an? Naschkatze, Naschkatze, Naschkatze! Oh, angeschossen. Da gibt's bestimmt eine Karte. Nee. Ruppiges Spiel jetzt in den letzten Minuten hier, meine Damen und Herren. Das ist. Eieieiei. Schnell nach vorne das Ding wieder. Nach vorne. Naschkatze! Oh, und da wird er gehalten, der Ball. Naschkatze, was machst du denn? Ach, der war draußen. Kakurka! Angeschossen! Ganz klare Handspiel! Wieder Naschkatze. Oh, Naschkatze. Warum kommt er da nicht durch? Das waren dann zwei Leute. Das war einer zu viel. Ihr macht jetzt nicht den Ausgleich. Aber da hätte ich jetzt echt. Da wäre ich jetzt ein bisschen sauer geworden. Oh, Foul. Ganz klar, ist Foul von dem Angriff. Aber wir gewinnen gerade so 2:1 gegen Darmstadt. Meine Güte. Da bin ich froh, dass ich unseren Torwart drin hatte. Bei dem Gegentor konnte er nichts machen. Ja. Das war ganz schön ausgeglichen. Ein Foul haben wir gemacht, die keins. Und Ballbesitz 59:41. Hey, das war nicht. Das war gar nicht so schlecht. Also Darmstadt 98 hat sich echt verbessert hier. Und wie sieht's aus? Atalanta have accepted your offer. Oh, wir haben den gekauft. Wir können den kaufen. Current Player. Ja, wir kaufen den jetzt auch. Da sind wir in der Abwehr ein bisschen besser aufgestellt, aber wir haben nur noch 944.000. Ja, so ist es dann. Dann schauen wir gleich mal ins Squad rein, dass wir den auch gleich bringen, weil der war ja jung. Den müssen wir auf jeden Fall als Abwehrspieler setzen. Beinbrecher haben wir da gerade im Moment. Der ist aber, ja, der ist mit 32 und 59 ganz schön alt. Wo ist der? Oh, Kokoron ist wieder in Ordnung. Mittelfeldspieler? Ja, gleich rein. 62, da sind wir wieder ein bisschen stärker. Wen haben wir denn dafür drin? Ne? Scheißner mit einer 59, Mittelfeld 61, 61. Kagurka und Naschkatze. Naschkatz hat sich verbessert. Wir müssen Scheißner nochmal raus tun. Wir gucken auch rein. Und lassen aber ja, der kommt auch gleich in die Mitte wieder. Da war er sehr stark. Obwohl Kagurka das sehr gut gemacht hat. Haufen Tore geschossen, hey. So, wo ist denn jetzt hier unser Gekaufter? Da ist er. Mit einer 60, 21. Den würde ich sogar fast schon direkt setzen von Anfang an. Für Beinbrecher erstmal hier rein. Und wer ist bei uns Abwehrspieler? Dünnbier, 56. Das sieht ja gar nicht. Da kommt der 16 rein. Knochenhauer. Knochenhauer geht auf die Außen. Die Mitte. Defender. Bukarak und Höschen. Bukarak ist aber auch schon alt, ey. Eine 38. Da muss man. Da bringen wir jetzt wieder den einen, den wir rausgeschmissen haben. Unseren Scheißner war das doch, oder? Ah, nee, das ist ja Mittelfeld. Beinbrecher. Ein Bukarak. Eine 38. Wie alt ist der? Ist der Beinbrecher? Oh, ein Hin und Her hier. Wie alt ist denn der Beinbrecher, bitte? Der ist 32. Auch schon. Eieiei, wir müssen hier echt in der Verteidigung was machen.
Der ist jünger, ne? Der White Bear. Aber der ist halt auch schlechter. Scheißner im Mittelfeld. De Kock. Attacker. 27. Ich glaube, den setzen wir jetzt mal auf die Liste hier. Der zu verkaufenden. Lass uns mal gucken. Buy Sell. Sell Players. Den De Kock. Wo ist er? Mal gucken, ob der schon auf der Liste ist vielleicht sogar. Wir setzen den mal, dass wir Geld machen hier. Safe. Scheißner. Der ist 27. Scheißner. Mittelfeld. Eine 59. Der Hodenberg. 59 Defender. Der ist schon auf der Liste, oder? Ja, das dachte ich mir schon. Safe. Oberbillig. Der ist 27. Ist Mittelfeld. Ein Attacker. Hat eine 61. Van Kessel. Mittelfeld. 30. Der Miesling. Eine 56. 1 Million wert. 27. Pukarak. Ich glaube, da bleiben wir lieber auf Miesling und setzen den Pukarak auf die Liste. Mal gucken, ob den einer kaufen will. Eine 57. Ja, schauen wir mal, was das wird hier, ob da jemand die Leute noch kauft bei uns. Aber mit dem Squad müssen wir mal gucken hier. Ich war ja noch nicht so safe hier. Die Abwehr sieht gut aus, aber Höschen war doch viel zu schlecht. Also Höschen mit einer 27, nee, da brauchen wir noch einen anderen Abwehrspieler drin. Defender Dünnbier auch nicht. Dann Hitbier, den Akanbier, der hat auch eine 61 mit 26, den können wir vielleicht auch mal auf die Liste setzen. Wir haben viel zu viel Angreifer hier gerade. La Roche, Kummerspeck, hey. De Kock, der ist auf der Liste. Scheiß nach Mittelfeld. Odenberg, 54. Ein 56, der Miesling. 27. Er braucht den Miesling. Höschen, ein 55 mit 27. So, was merken wir uns denn vor? Wen können wir denn noch verkaufen? Ich finde es schade, dass wenn man auf die Liste geht zum Verkaufen, dass man nicht sieht, was für eine Stärkung, wie alt die sind. Oder sieht man das? Ich glaube, ich gucke gleich nochmal. Hummerspeck. Der Ticker, 35 mit einer 58. Der ist schon auf der Liste, glaube ich. Wir müssen es hier sehen. Scheißner. Den würde ich schon aufheben noch. Den De Kock haben wir gesetzt. Den La Roche wollte ich noch setzen, aber der ist 26, ist eigentlich noch ziemlich jung. Ich glaube, den heben wir auf, das machen wir nicht. White Bier 27. Den Akanbi, der ist 26. Der De Kock, den haben wir. La Roche, 26 und 60. Akanbi, 26 und 61. Das heißt, wir setzen den La Roche. Der Akanbi ist besser. Mal gucken. Den La Roche setzen wir auch noch auf die Liste zu verkaufen. Dass wir hier ein bisschen Kohle machen. Wo ist der La Roche? Vielleicht ist der auch schon. Ah, der ist schon, haben wir schon gesetzt, alles klar, dann bleibt das so. Na dann. Dann bleibt das mit der Aufstellung so und wir gehen ins nächste Spiel. Also, die restlichen Ergebnisse vom Spieltag. Leipzig gewinnt gegen Stuttgart 5:0. Da hat der VfB aber eine Niederlage kassiert. 7:1 gewinnt Union Berlin gegen Köln. Freiburg verliert 2:6 gegen Bayern, das heißt, die sind immer noch vor uns. So ein Dreck. Dann Frankfurt, Wolfsburg 1:1 gegen Mainz, Frankfurt 2:5 gegen Dortmund, ach du Scheiße. Bremen 3:2 gegen Hoffenheim, wir 2:1 gegen Darmstadt und Gladbach 1:1 gegen Leverkusen. Jetzt bin ich gespannt, wie die Tabelle aussieht, jetzt wird es echt enger da oben. Das nächste Spiel, was wir haben, ist übrigens gegen Gladbach. Die haben 1:1 gegen Leverkusen gespielt. Alter, das sind alles so gute, da traue ich mir echt den Torwart nicht zu wechseln, so ein Mist. Gegen Leverkusen haben wir 5:1 verloren, Leute. Ja, guck mal weiter. Jetzt ist es echt eng da oben. 49, 49, 46. Wenn Bayern und Leverkusen, Bayern ist erster, ernsthaft, das kann nicht wahr sein. Wenn Bayern und Leverkusen hier federn lässt und wir punktgleich werden, dann sind wir mit den Toren, nicht besser. Da ist Bayern immer noch besser als wir. Mein Tor im Moment, das gibt's ja nicht. Verdammter Mist, ich fasse es nicht. Das Squad. Ich überlege echt noch, soll ich das machen? Wir wechseln den Torwart erst ein. Wir machen das nicht, dass wir unseren Händen weg hier schon jetzt raus tun. Der hat halt eine Stärke von 83, der wird immer besser. Wir haben halt das Problem, dass der irgendwann seine Karriere beenden wird und dann haben wir nur ihn mit einer 60. Dann kriegt man wahrscheinlich richtig auf den Sack. Torfgruber im Sturm, weil er 22 ist, haben wir das gemacht. Eisenhammer 24, ein 60, 26.
Ja, wen haben wir denn hier? Den La Roche haben wir draußen. Ne? Sollen wir den Torfgruber, sollen wir den La Roche, wir lassen den La Roche mal spielen diesmal, damit der vielleicht gesehen wird, um gekauft zu werden. Ja, ihr Lieben, auf zum nächsten Spiel. Das machen wir jetzt noch. Das ist dann das dritte in dieser Folge. Ich bin gespannt. Gegen Borussia Mönchengladbach, auch wieder zu Hause. Wie sieht es denn danach aus? Spielen wir dann eigentlich immer? Dann kommt das. Und dann spielen wir auswärts gegen Bremen, das nächste Auswärtsspiel. Hier geht es dann weiter in der Champions League. Da wird noch ausgelost wahrscheinlich, wie auch immer. Ja, auf geht's. Schauen wir uns mal das Spiel gegen Gladbach an. Ja, keiner hat irgendwie ein Angebot gesetzt. Alles gut. Ja, nicht lange zedern. Auf gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause im SKL-Stadion. Auf geht's. Ich guck gerade, ob da irgendwer dabei ist, der mir auf... Der Kramer, Cremur, spielt noch bei Gladbach hier. Alles klar. Ist ja, glaube ich, immer noch. So, wir haben Anstoß. Das ist ja eigentlich mal gar nicht so schlecht. Dann kommen wir nämlich durch die Mitte. Der war gar nicht schlecht. Oh Mann, setz dich doch durch da vorne. Guter Anfang. Gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Oh, was für eine Bude. An die Latte, an den Torwart und rein. Kokawa, wieder neu im Spiel. Nach seiner Verletzungspause. Oder war er gesperrt? Ich weiß gar nicht. Das 1:0 in der vierten Minute. Was für eine Bude. Schaut euch das an. Kartong. Ein Billardtor. Erst wollten sie hoch machen, nur weil er nicht reingeht. Und dann ist er drin. Nicht im Gegenzug das nächste hier. Das können sie gerne machen. Eckball. Wir wurden also angeschossen. Ah, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir das Ding verteidigen. Oh, der Torwart hat gehalten. Kopfball. Die machen ganz schön Druck hier, die Gladbacher. In der Anfangsphase. Die spielen ziemlich offensiv. Abwehr steht. Noch. Was ist denn das? Ein Pass auf die Außen, das war gar nicht schlecht. Wir haben Einwurf. Ja, warum macht denn jetzt der Stürmer einen Einwurf, wenn kein Mensch da ist? Werfe ich mir selber vor, oder was? Übers Mittelfeld. Komm schon, wir müssen übers Mittelfeld kommen. Jawohl, setz dich durch. Hey, faul, ganz klar. Böse umgetreten. Diese Gladbacher Säcke. Da müssen wir gleich einen Zahn ziehen hier, irgendwie. Ja, aber durchs Mittelfeld komme ich gerade nicht. Also nicht gut. Nein! Nicht, nicht, nein, dass sie nicht vorbeikommen! Torwart, sicher! Mach das Ding weg! Ja, da könnt ihr pfeifen, wie ihr wollt! Oh, böse! Ey, sag mal, die sensen meine Spieler hier aber nur um! Mein Torwart liegt schon wieder! Torwart, den Weg! Ja, jetzt! Guck mal, das zweite, da rauskommt! Oh, der hält da das Ding! Da wächst er über sich hinaus, wird zur Katze! Der Torwart von Gladbach! Also, die sind nicht umsonst gegen Leverkusen so stark gewesen! Oh, sag mal, was ist denn hier los? Wir setzen uns, wir kommen gar nicht mehr ran. Eieieiei, ich komme hier voll ins Schwitzen. Naschkatze, komm, Naschkatze, du hast schon mal so ein Ding ausgebaut. Oh, was ist das denn? Wir entschuldigen es mit einem Tritt in den Rasen. So wie er nach vorne kam, kommt er zurück. Oh, Eckball, das hat ja schon mal gut geklappt. Oh, nochmal Eckball. Verdammt, die Abwehr steht halt. Oh, was ist mit dem? Warum? Wo wirft? Oh, die Ball kriegt er nicht, rennt er vorbei. Ein Tackling. Die machen echt mega Druck, die Gladbacher. Junge, 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 Junge. 38. Minute. Da sehe ich noch nicht, dass ich meinen Torwart hier wieder wechseln könnte. Ja, wir haben ihn ausgetanzt. Was ist denn das? Ribu Destre! Das 2:0, das erlösende 2:0 kurz vor der Halbzeit. Aber wie hat er denn den ausgetanzt? Na, endlich klappt das auch mal. Hin und her gewackelt und hin und her gewackelt und dann waren sie neben mir dran. Aber da, ey, hat sie jetzt echt keine Chance. Und kurz vor der Halbzeit ist sowas immer gut. Oh, die sind echt gut. Die nehmen mir die Bälle hier am Ankro ab. Ey, Leute, was ist denn mit euch? Oh, Kopfball, gut gehalten. Eieiei, kurz vor der Halbzeit, fast noch den Anschluss kassiert. Mann, 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 Mann. Das ist echt ausgeglichen, guck da hin. Ribu Destre und Coq Auvin. Coq Auvin oder Vaughn. Ach, ich kann den nicht sprechen.
Ich wurde schon mal belehrt, wie man ausspricht. Hab's dann versucht, hab's dann auch hingekriegt, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber ich sag wenigstens nicht mehr, guck auf Win. Oh nein, nicht doch so eine Gurke. Mensch, der Doppelpass war so gut. Was ist da los? Da lachen sie dich aus. Die Gladbacher Fans und jubeln jetzt vielleicht. Oh, Leute, Leute, bin ich froh, dass ich den Torwart habe. Oh, der Nachschuss kommt nicht zustande, weil die Abwehr von denen echt stark ist. Ruhig spielen erstmal. Spielaufbau, jawohl. Oh, was für ein geiler Pass auf die Außen. Oh, der kommt nicht ran. Was denn jetzt? Oh, böses Foul, böses Foul. Ganz klare rote Karte, das war eine Tätigkeit. Ach, verdammt, krieg ich nur gelb. El Wuda. So, jetzt aber in der Flanke, oder? Oh, der kommt. Nein, verdammt. Was ist das? Die Standards, wir müssen an den Standards schrauben, dass wir da besser werden. Und jetzt wieder, guck mal, jawohl, er hat Platz, er kann auf die Entfernung schießen. Der Torwart hält. Oh, guck mal, gelegt, echt jetzt? Oh ja, das wollen wir halt auch mal, komm. Oh, böses Ding. Miesling an gegen Blue. Torwart sicher, jawohl. Lass mal gar nichts anbrennen. Was war denn das? Oh, der schießt. Das könnte Karte geben. Naja, gut. Lenil. Hat noch nicht viel geleistet, Lenil vorne hier. Oh, das sag ich's grad. Da macht Breide fast schon das 3-0 vor. So, jetzt Spielerauswahl. Ich würde sagen, wir gucken mal. Oh, die sind aber beide fertig davor. Ach, du Scheiße. Lenil raus. Dafür kommt Laroche. Und Eisenhammer für Ribi und Sestra, ganz klar. Nicht, dass sie uns da noch einen kaputt machen und sich einer verletzt. Und was ist denn eigentlich Dünnbier Povischer? Wie sieht es im Mittelfeld aus? 79, oh, sind die fertig. Naschkatze, du gehst in die Mitte für Coquavon. Die Abwehr hinten ist eigentlich gut unterwegs. Das geht. Unser Goalkeeper, ich weiß nicht, soll ich das riskieren? Sobald das 3-0 fällt, kommt der andere Torwart rein. Das mache ich diesmal. Da darf ich aber jetzt nicht mehr wechseln. Spiel fortsetzen. Ja, der ist mir zu gut. Der hat eine super Form gerade. Vorbeigelegt. Guck mal. Oh, an den Pfosten. Schon wieder. Oh, der Torwart. Der ist halt auch bockstark gerade. Ey, sag mal. Gibt's denn das? Der hält alles. Faul! Na, muss ich mich nicht beschweren, wenn ich jetzt eine rote Karte kriege. Da bin ich selber dumm gewesen. Hui, Ribu Sestre. Jetzt wird aber auch hoffentlich gewechselt. Der kommt, der fliegt ja eh runter. Oh, ihr habt den kaputt gedreht. Ach du Scheiße, der geht zum Glück gleich runter. Er wird gewechselt jetzt. Ich habe Gladbach wehgetan. Warum? Warum nicht genauer der Pass? Leute, aber wir sind gut dabei. 2-0. Also, aber die Ergebnisse werden echt eng jetzt mittlerweile. Warum kommt der Pass nicht auf den 16er zurück? Jawoll! Der kann sich nicht durchsetzen, deine Mitte. Ey, Leute, aufpassen, kein Gegentor. Weg das Ding. Du Schiedsrichter, du gehst mir auf den Zeiger. Echt, wie oft ich den schon angeschossen habe in dem Spiel. Oh, was für ein Doppelpass. Oh, da wird er gelegen. Warum schießt er nicht nochmal? Mann, die Chancen sind da, hier zu erhöhen. Damit ich den Torwart nochmal reinbringen kann. Oh, ja, böses Foul. Das ist ganz schön ruppig jetzt wieder in den letzten, in der Schlussphase hier. Oh, böse, ganz böses Foul. Eieiei, nimmt ihn. Nein, Naschkatze mit der roten Karte. Wir müssen umstellen. Fuck, also das wird nichts mehr mit dem Torwart. Andererseits. Spielauswahl, wo ist er jetzt weg? Im Mittelfeld. Ja, das ist natürlich Mist. Eisenhammer, du hast eine 61er Stärke. Ihr seid beide jetzt 61. Den Laroche haben wir jetzt ein bisschen spielen lassen, aber wen tue ich denn jetzt da raus? Wir lassen. Naschkatz ist ja weg. Wen haben wir fürs Mittelfeld hier drin? Povischer, ne? 37 Mittelfeld. Ah, das ist ja bitter. Nur Eisenhammer raus. Lassen Laroche noch spielen. Und Povischer geht ins Mittelfeld. So. Ah, das ist ja bitter, hey.
Oh, sicher gehalten, jawohl. Und jetzt ganz nach vorne das Ding. Ganz nach vorne, ganz weit. Oh, die setzen sich nicht durch da vorne. Was soll das denn? Ey, jetzt aber nicht schon wieder. Ey, Junge, das ist jetzt. Du willst mich doch verarschen. Jetzt geht das schon wieder los hier. Ey, sag mal. Povischer nach hinten. So, anders geht's nicht. Kagurka in die Mitte. La Roche. Auf Miesling-Position. Das spielen wir jetzt ohne Sturm. Trotz sitzen. Das gibt's ja nicht. So ein Mistball. Und das kurz vor Ende. Zwei rote Karten kassiert wieder, ey. Naja, wir gewinnen trotzdem mit 2:0. Also das war, wir kriegen es nicht hin, unseren Torwart einzusetzen. Also die hohen Siege sind irgendwie weg. Gegen Dortmund war das voll der Kracher noch. Naja, so soll es denn. Zwei rote Karten kassiert, bitter. Und das kurz vor Ende. Naja, so ist es halt. Die restlichen Ergebnisse des Spieltags, des 24. Spieltags mittlerweile schon. Köln gewinnt 7:2 gegen Stuttgart. Ach du Scheiße. Leipzig verliert 1:2 gegen die Scheiß Bayern. Gegen Bayern. Union Berlin 2:2 gegen Mainz, Freiburg 6:1 gegen Dortmund, uiuiuiui. Oh, Leverkusen hat auch wieder gewonnen. Also es ist Freiburg 6:1 gegen Dortmund, Wolfsburg 3:1 gegen Hoffenheim, Frankfurt 1:3 gegen Darmstadt, Bremen 4:7 gegen Leverkusen und Eskalation 23 gegen Gladbach 2:0. Ja, so ein Dreck, verdammter, echt. Wir gucken mal auf die Tabelle, ja, da tut sich nichts. Wir haben ein Torverhältnis genau wie die Bayern, also ein Tor weniger. Das ist echt zum Kotzen. Mann, Mann, Mann. Und wir hängen echt 3 Punkte hinter denen. So eine Scheiße. Das kotzt mich an. Das gibt's ja nicht. Ja, und im Squad. Jetzt gucken wir uns das noch schnell an. Das muss umbauen. Bros, Teams, nein. Quatsch, nicht kaufen. Squad will ich angucken. Ja, Miesling, da war's das Problem wieder. Miesling können wir jetzt gleich raustun. Ja, dann ist... Dünnbier erstmal wieder gesetzt. Der Miesling war doch eh schon eine Zeit lang draußen. Jetzt ist er schon wieder gleich weg. Den können wir dafür setzen jetzt. Wer ist sowieso eigentlich draußen? Der De Kock als Attacker. Nee, Kupperspeck, Attacker. Defender, den Whitebier müssen wir wieder bringen für den Miesling, dass wir den als Ersatz haben. Und wer ist noch rausgeflogen? Ich meine, Naschkatze im Mittelfeld. Und der war eigentlich auch ganz gut zur Zeit, ne? So ein Mist mit einer 62er Stärke. Ja, da tun wir natürlich gleich hier Povischer erstmal von Anfang an spielen lassen. Aber wen haben wir denn jetzt noch fürs Mittelfeld hier? Ein Scheißner. Naja, Scheißner, da bist du wieder im Spiel, ne? Oberbillig als Attacker hätten wir noch. Van Kessel. Ah, Van Kessel haben wir auch noch im Mittelfeld. Wir müssen mal hier ein bisschen sortieren wieder. Defender, Attacker. So, Van Kessel da hoch. Höschen, Defender auch nach oben. Vor Miesling. Oh, Mann. Biersinger. Torfgruber. Hummerspeck. Hummerspeck war schon alt. So, Biersinger ist auch schon alt. Aber Torfgruber. Ja, Torfgruber war der Junge, den ich halt in den Angriff setzen wollte vorne. Aber La Roche habe ich dafür gesetzt. Ach, das ist echt schwierig gerade. Der ist 27, hat eine 57. Höschen hat eine 56, 27. Eine 62, aber ist Mittelfeldspieler. Wen haben wir denn da im Mittelfeld jetzt gesetzt? Den Povischer, oder? Ja, das ist ja jetzt mit der 37. Das ist ja nicht wirklich dienlich. Dann kommt erstmal der Van Kessel wieder rein für Povischer. Ah, das sieht ganz gut aus so. Scheißner als Ersatz draußen mit einer 60. Ja, La Roche. Muss den Torfruhr ein bisschen höher setzen. Ja, der Kock, ne, der ist halt auch gut. Rodenberg, Defender. Dass das ein bisschen sortiert ist hier draußen, mache ich das jetzt nur. Da ist nochmal der Pukarak. Oh, der Pukarak, den darf man auch nicht vergessen. Der hat eine 58, der ist aber 38. Ah, ist nicht so einfach hier. Höschen... De Kock hatten wir gesetzt. Naschkatze oberbillig. So. Jetzt ist hier ein bisschen Ordnung drin wieder. Würde ich sagen. Und Torfgruber, den bringen wir noch nicht. Pukarak, wie ich da wollte ich nochmal gucken. 58, aber der ist zu alt.
Miesling ist jünger. Die müssen wir jetzt langsam mal nachziehen. Naja, zurück. Ja, das war's dann. Auf wen geht's denn jetzt als nächstes? Warum sind die Ergebnisse eigentlich schon fertig? Haben die schon gespielt? Brügge 5:1 gegen London, Napoli 4:3 gegen Salzburg, Bayern 4:0. Ja, das haben wir doch schon gesehen. Das nächste Spiel wird gegen Bremen sein, ihr Lieben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wie immer auf meinem Kanal. Habt einen schönen Abend. Ich bin raus. Und tschö mit Ö.